Und das Spiel läuft. Und da sehen wir, wie Eindhoven das Ding heute angehen will. So, jetzt wissen wir, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Ruhiger Spielaufbau. Muss es fast sein. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Luc de Jong. Da trennt er ihn fair vom Ball. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Der Ballverlust jetzt. André Ramalho. Lang. Da sehen wir De Jong. Er holt sich den Ball. Guter Angriff jetzt. Sie kommen. Sie wirken da sehr druckvoll. Abwehr muss aufpassen. Gut den Ball verteidigt. Den Zweikampf führt er sehr gut. Lozano. Irving Lozano. Da gehen sie dazwischen, Ball ist weg. Lang. Sie warten geduldig auf die Chance zum Ausgleich. Anspiel kommt nach hinten. Könnte der Ausgleich sein. Super Tackling. Oh, Unmut bei den Fans. Kein Elfmeter. Enge Entscheidung. Da bekommt er Unterstützung. Da ist die Chance. Ah, das war natürlich eine klasse Aktion. Ja, da hat man wieder gesehen, er behält einfach die Ruhe. Was für ein Torhüter. Also bei dem Spielstand kannst du so einen recht gut gebrauchen. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Es ist Pause im Philips Stadium. Das war's mit der ersten Hälfte. Das ist nicht sein Spiel bis hierhin, das kann er besser. Er ist bislang extrem unauffällig in diesem Spiel, kommt gar nicht zu Abschlüssen. Wir machen weiter mit der zweiten Hälfte. Anstoß PSV. Das muss der Ausgleich sein. Da ist das Tor. Ausgleich. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Er kann sie in Führung bringen. Gut geklärt. Chance zur Führung. Ganz spannende Szene.
Die Chance für den Konter. Sie können den Pass unterbinden. Die Chance jetzt. Verhindert da, dass es gefährlich wird. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Jetzt ist er durch. So, Tor. Das ist die erneute Führung. Das ist ein klasse Spiel, Leute. Zwei-eins, hier ist noch alles drin. Lozano. Das sieht vielversprechend aus. Luc de Jong. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Jetzt kann der Konter kommen. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Noah Lang. Sie lauern auf den Ausgleich. Machen Sie gut, lassen den Ball laufen. Gute Chance. Lang. Nochmal kommen sie, wollen den Ausgleich, wollen hier nochmal irgendwas erreichen, aber es wird eng. Früh wird er jetzt gestört. Immer gefährlich, wenn du da den Ball eroberst. Schönes Pressing. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Erstmal hier der Ballverlust. Das ist der Schlusspfiff. Das war's für heute. Die Gäste haben also gewonnen. Knapper Sieg am Ende. Und das war schon beeindruckend, wie sie das Resultat über die Zeit gebracht haben. Das zeigt, in der Mannschaft stimmt es. Und so ein Ergebnis, das schweißt das Team noch enger zusammen. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Hat natürlich mit dem Führungstor viel gezeigt. Ja, sie leben von solchen Toren, ist einfach stark. Diese Torgefahr, diese Kaltschnäuzigkeit haben wir heute wieder erlebt. Und dann kommt eben auch ein Sieg dabei raus.